Wie geht es jetzt weiter in Paris? Jeder Dritte hat am Sonntag die extrem rechte Partei Rassemblement National gewählt. Die Zeitungen titeln heute vor den Toren der Macht. Großes Fragezeichen, große Unbekannte, großes Problem. Krisensitzung am Nachmittag im Élysée-Palast. Präsident Macron äußert sich nicht. Für die Regierung räumt der Finanzminister das desaströse Abschneiden unumwunden ein. Das ist eine Niederlage. Eine Niederlage für unsere Mehrheit, für unser Lager. Es ist ein historischer Moment der Neuordnung der politischen Kräfte in unserem Land. Marine Le Pen, sie ist die klare Gewinnerin dieser Wahl. Doch die erhoffte absolute Mehrheit im Parlament ist ihr nicht gewiss. Denn die neu formierte französische Linke und Teile des Regierungslagers wollen das verhindern. Sie sind bereit, Kandidaten in der bevorstehenden Stichwahl zurückzuziehen, um die jeweils anderen zu unterstützen, gegen die Extremrechten. Deren Spitzenmann zeigt sich davon heute unbeeindruckt. Ich glaube, dass wir die Wahl am nächsten Sonntag mit einer absoluten Mehrheit gewinnen können, und zwar mit unseren Verbündeten, den rechten Republikanern. Die bürgerliche Rechte konnte somit zum Königsmacher werden durch ein bislang nie dagewesenes Bündnis mit den Extremrechten. Auch bei einem Zusammenschluss der Linken mit dem Macron-Lager scheint eine Regierungsbeteiligung des rechtsnationalen Rassemblement National kaum noch aufzuhalten zu sein. Und Macron selbst hat ihm mit seinem Neuwahlmanöver den Weg geebnet.